Es gibt Drehtage, da läuft es wie Butter und dann sind aber die Ergebnisse oftmals dann wiederum nicht so spannend, weil es einfach glatt ging und ich auch nicht wusste, wo sollte ich jetzt vertiefen. Und es gibt Drehtage, da kämpfe ich unglaublich und habe auch das Gefühl, es ist nur nicht auf Betriebstemperatur. Und dann gibt es Drehtage, wo ich weiß, jetzt bin ich am Ziel. Und da bin ich natürlich, da sind so die Momente, wo es mir den Rücken rauf und runter läuft und ich irgendwie das Gefühl habe, da ist jetzt eine Temperatur, die Szene ist im Film, was nicht immer stimmt, aber meistens. So, und also an solchen Drehtagen will ich nichts anderes tun als drehen. Andres Pfeil, Dokumentarfilm, Regisseur. Die Steilwand, 1000 Meter senkrechte Wand, zwei Brüder, die sich sehr konkurrent gegenüberstehen, sehr unterschiedlich sind, aber ihr Leben sich anvertrauen, war dann wiederum so eine unmögliche Tat, die man zu visualisieren vollbringen musste, dass sie mich dann auch wieder gereizt hat. Also es gibt so eine Linie, wo ich schon auch immer an das Unmögliche mich herantaste, damit es möglich wird und das macht mich glücklich. Alles, was bereits war und es zu wiederholen, langweilt dann auch. Das ist schon auch ein Triebfeder meines Schaffens, dass ich immer wieder versuche, Dinge zu machen, die andere bis heute oder bis zu diesem Zeitpunkt nicht gemacht haben. Neues zu schaffen. Mein Name ist Pepe Dankwart und ich bin Regisseur. Ich habe mich zunächst einmal für Fotografie interessiert und für Malerei. Also es hätte auch sein können, dass ich Kameramann werde. Und je älter ich geworden bin und dann auf der Filmschule, war irgendwann einmal klar für mich, ich möchte nicht für andere Regisseure was belichten, weil ich meine Bildvorstellungen so konkret schon waren oder so, dass ich eigentlich die Dinge selber umsetzen wollte. Ich war Journalist und aus dieser journalistischen Arbeit heraus lag dann das Dokumentarische ziemlich nah. Also ich war niemand, der Geschichten erfunden hat, sondern ich bin immer Geschichten hinterhergegangen und habe sie versucht, schon im Radio dann eben für die Leute aufzubereiten und zu erzählen. Von daher war das Dokumentarische dann nah und ich habe eigentlich über Spiel oder Fiction nie nachgedacht, weil ich immer an den Leuten und an dem Leben der Leute interessiert bin. Also mein Name ist Volker Heise, mein Beruf ist, ich bin Produzent und Organisator, Entwickler, Ideengeber, Autor, Regisseur von Fernsehprojekten oder Fernsehprogrammen. Ich wollte eigentlich Spielfilm machen und habe das ja auch gemacht. Also ich war Assistent bei Spielfilmleuten. Und fand es auch super toll und spannend. Und zwischendurch gab es mal auch eine Dokumentation oder so, wie das damals hieß. Ich habe so ein halbes Jahr als Kameraassistent gearbeitet, direkt nach der Schule beim Fernsehen, so als Festangestellter oder freier, fester. Oh, das fand ich auch wieder furchtbar. Die machen dann so 3-4 Einsätze am Tag und so aktuell ist. Und dachte ich, nee, hier raus. Okay, mein Name ist Jörg Jesche, ich bin Kameramann. Niederösterreich und habe mit 10 Jahren ein Instrument begonnen zu lernen und wollte Jazztrompeter werden und habe dann mit 16, 17 erkannt, da habe ich da schon einen Platz gehabt in Graz, einen Studienplatz, dass das nicht das wird, was ich mir vorstelle, nämlich, dass ich eben diese Geschichten nicht so erzählen kann auf dem Instrument, wie ich mir das vorstelle,
Und dann habe ich einige Filme zufällig mehr oder weniger im Fernsehen gesehen, bei meinen Eltern damals noch. Kann mich noch erinnern, das ist ganz frisch, weil ich jetzt eine Lecture hatte in Wien. Da gab es eine Retrospektive von den frühen Polanski-Filmen, Kattelbach, also Kuldesack. Hat mich unfassbar fasziniert und dann habe ich mir von einem Tag auf den anderen mehr oder weniger umgesattelt und bin zum Film, vom Film angezogen worden und da bin ich bis heute geblieben. Mein Name ist Erwin Wagenhofer, ich komme aus Wien und mein Beruf, den ich ausübe, seit ich praktisch erwachsen bin, ist Filmemacher. Durch meine Ausbildung als Fotografin ist mir alles, was um das Bild stattfindet, irgendwie wichtig. Und das hat mich auch schon immer fasziniert: Fotografie, Licht, Gestaltung von Bildern, Kompositionen. Und ich habe aber nach der Ausbildung als Fotografin gemerkt, dass mich so die reale Umsetzung dieser Fotografie im Normalfall, was dann Passfotos oder Hochzeitsfotos sind oder so, nicht interessiert. Und ich habe über einen Vater von meinem Schulfreund den Schnitt kennengelernt, der eben Cutter war damals in Hamburg. Und der hat mir davon erzählt, hat mir die Möglichkeit verschafft, beim Südwestfunk mal reinzugucken als Praktikantin. Und da ist mir was begegnet, was mich echt fasziniert hat, nämlich das Erzählen von Geschichten mit Bildern. Also das war im Prinzip der Ausgang dafür, dass ich irgendwie dann wirklich Lust hatte, mich damit zu beschäftigen, mit dem Filmschnitt. Ich bin Mona Breuer, ich bin von Beruf Filmcutterin. Ich habe ja versucht zu beschreiben, was ich damit meine, so das Gefühl des Augenblicks, also was ja so ein ganz, für mich so ein ganz zentraler Begriff ist. Und das war dann am Ende an dem Tag, als wir bei ihm waren und er eben auch eigentlich total indisponiert war und auch gar keine Zeit für uns hatte und auch mit seinem Kopf ganz woanders war. Dann standen wir halt so ein bisschen verlegen bei ihm in seiner Wohnung rum. Und dann wollte er mir irgendwas schenken und dann hat er so in seinen Fotos gekramt und hat aber auch nichts gefunden. Und dann hat er halt dieses Foto da rausgezerrt, was seine erste Frau zeigt mit Pablo, also dem Sohn, der ihm gerade erklärt hat, wie krank er ist, der als kleines Baby auf dem Holzfußboden vor der Mutter liegt. Und das ist ein unheimlich schönes Bild und das hat er mir so gezeigt und hat er mich so angeschmunzelt und er hat mir das Bild nicht real geschenkt, aber er hat es mir in dem Moment als Gefühl geschenkt und das fand ich eigentlich sehr schön und das sind dann oft so Sachen, die viel wichtiger und wertvoller sind als vielleicht das, was man dann tatsächlich noch in die Hand kriegt. Ich bin Thomas Schad und ich bin, wenn mich jemand fragt, Dokumentarist. Ich würde mal sagen, Salesman und The Chair von Leacock waren so zwei Filme, die mir so gezeigt haben, wo mein Weg im Dokumentarfilm sein könnte oder was so die Richtung ist, die mich interessiert. Das sind beides Filme, die sehr narrativ sind, die eigentlich Geschichten erzählen. Und das war ja eigentlich das, was ich wollte. Ich wollte ja eigentlich mit Spielfilmen Geschichten erzählen, Geschichten, die sehr nah an Menschen kommen oder von Menschen erzählen. Und dass Dokumentarfilm das auch machen kann und dass Dokumentarfilm das eigentlich manchmal, wie mir dann klar geworden ist, manchmal noch näher und noch berührender machen kann, als es jeder Spielfilm je kann, das habe ich eigentlich so durch diese Filme gelernt. Ich bin Samir Nasser, ich bin Regisseur oder Filmemacher, wie man heute mehr sagt. Mein
Ansatz, selber Filme zu machen, geht eigentlich übers Filme schauen. Und bei gewissen Filmen ist irgendwie da wahrscheinlich ein Funke übergesprungen, dass ich mir gedacht habe, das sind irgendwie Ansätze, ja, so möchte ich mein Leben auch verbringen oder so etwas fotografieren zu können oder zeigen zu können. Das würde mich interessieren. Wobei meine frühen Ansätze, Filme zu machen, eher von der bildenden Kunst her kamen. Ich habe am Anfang eigentlich nur experimentelle Arbeiten oder sehr visuelle Arbeiten gemacht und war überhaupt nicht interessiert an einer narrativen Darstellung oder auch an einer dokumentarischen Darstellung. Also sozusagen der Urgedanke von meinem eigenen Filmemachen kommt übers Bild. Mein Name ist Michael Klawocka, ich bin ein Filmregisseur. Es ging darum, einen Kameramann zu finden oder eine Kamerafrau zu finden, der 4 Monate mit der Kamera am Rücken durch den Tibet geht und dort einen Film macht, 90 Minuten Dokumentarfilm fürs Fernsehen. Und natürlich sind nicht so viele Menschen bereit, dass sie einfach 4 Monate weggehen von der Familie, von zu Hause, von den Freunden. Und Tibet hat mich natürlich immer interessiert. Ich liebe die Natur. Ich mag es, zu Fuß zu gehen. Ich mag es, im Freien zu übernachten. Nachdem das alles gut gegangen ist, wir haben zum Teil wirklich wilde Situationen erlebt, weil es war nicht wirklich eine Drehgenehmigung vorhanden. Die nepalesische Polizei hat uns dann irgendwie gejagt und nebenbei mussten wir auch einen Film zustande bringen. Wir hatten immer 1-2 Tage Vorsprung, haben dann immer wieder einen 5000er Pass zwischen uns und der Polizei, die uns gesucht hat, gelegt, bis wir dann nach 2,5 Monaten schlussendlich in diesem Gebiet angekommen sind, wo wir eine Drehgenehmigung hatten. Und dann konnte man uns nichts mehr anhaben. Mein Name ist Wolfgang Thaler, ich bin vom Beruf Kameramann. Jobmöglichkeit quasi in Köln arbeiten zu können, in den Schneiderraum gekommen. Klassisch als Assistent, habe selbst nie ein Praktikum gemacht, habe direkt als Assistent arbeiten können, weil dort zu der Zeit händeringend Leute gesucht wurden. Das ist natürlich nicht unbedingt der klassische Einstieg, aber hat mir natürlich ermöglicht, mit vielen guten Cutter und Cutterinnen zu arbeiten, mir das Handwerk abzugucken und so auch mich selber ein bisschen zu schulen. Mein Name ist Jan Konzierner, ich bin Cutter. Ich hatte während meines Geschichts- und Kunstgeschichts- und Philosophiestudiums eben parallel schon sehr viel bei anderen Filmproduktionen mitgearbeitet und bei studentischen Übungsfilmen in München und hatte da beide Formen, also sowohl Dokumentar- als auch Spielfilm kennengelernt und habe auch so für mich die verschiedenen Reize, also dieser beiden Genres, so erproben können. Und als ich dann selbst mein Studium in Ludwigsburg angefangen habe, war das irgendwie so ein intuitives Ding, dass ich gedacht habe, nee, ich hatte gerade nicht die fiktionale Geschichte, die ich unbedingt zwingend brennend erzählen wollte. Aber mich haben Dinge interessiert und dann habe ich gemerkt, dass meine filmische Fantasie eigentlich mehr so von der konkreten Beobachtung ausgeht. Und das war die Entscheidung, Dokumentarfilm zu machen. Ich heiße Dominik Wesseli, ich bin Autor und Regisseur.